Willkommen zurück, willkommen zurück. In diesem Sinne, Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Remake A Plumber Journey. Ob das jetzt wirklich der letzte Part ist, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mindestens eine Bonuswelt gibt, die Welt A, wie man sehen kann. Ob es da noch eine Welt B geben wird, keine Ahnung. Aber Stand jetzt, wo ich mich gerade befinde, gehe ich persönlich davon aus, dass es die letzte Welt ist. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ihr euch auch. Aber wir schauen mal. Wir werden jetzt gemeinsam diese Welt durchspielen und schauen, was uns erwartet. Wir haben ja im letzten Part das Finale durchgespielt. Das war auch ziemlich heftig. Vor allem das Castle. Teilweise schon unfair, muss man sagen. Aber hey, ich hab's geschafft. Von daher kann es mir egal sein. Ich weiß nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad jetzt diese Welt hat. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Genug gequatscht. Wir fangen an mit A Very Orange Forest. Okay. Let's go! Oh! Super Mario RPG Vibes. Gotcha! Nice! Finde ich gut. Das ist quasi die Herbstwelt. Ich konnte nicht schwimmen. Ich dachte, ich kann schwimmen. Ah, das war so wieder. Ach, das war wieder so ein SMB1-Style, ne? Wo du nicht schwimmen kannst. Die Level sind immer so unberechenbar. Und ich werde auch noch nach hinten befördert, ne? Zum Castle, ne? Oh nein. So, Leute, ich bin jetzt wieder da. Ja. Let's go! Es ist schon fast ein Running Gag. So, jetzt passe ich aber besser auf hier auf das Wasser hier auf. Gleich am Anfang ist nicht so schön. Kann ich hier rein? Nein, ich kann nicht hier rein. Selbstverständlich nicht. Warum soll ich denn auch hier rein können? Secrets werden absolut überbewertet. Von daher. Und ein gelber Yoshi, der kann natürlich stampfen. Kann er nicht stampfen? Ah, hier. Siehste. Sehr schön. Nein, du kommst mit. Checkpoint und eine Stinkmorchel. Geht's hier rein? Nein. Geht's hier rein? Auch nicht. So. Dann noch hier. Okay. Okay, das. Ansonsten geht das Level eigentlich. Außer dieser kleine Fehler, ne? Wo ich irrtümlich davon ausgegangen bin, dass man schwimmen kann. Da lag ich offensichtlich falsch. Okay, hier unten ist nichts außer ein paar Coins. Okay. Oh. Ich musste mich opfern. Ich musste ihn opfern. Anders ging's nicht. So. Ja. Immerhin, ich krieg einen weiteren. Der Entwickler wusste, dass ich klein werden würde. Der wusste das. Kann mir niemand sagen, dass das Zufall war. Dass das, genau das, dieses Power-Up genau dort platziert war. Das ist kein Zufall gewesen. Das ist gar kein Zufall gewesen, Leute. Das kann ich euch sagen. So, A Very Orange Forest against Camera and Water. Warum Camera? Ich habe Angst. Let's go! Against the Screen and the Sky? War ja ein Level. Aber jetzt kommt Against the Camera and the Water. Okay.
sehe kein Water. Zumindest bisher nicht. So. Okay. Jetzt aber wahrscheinlich. Natürlich, selbstverständlich. Ah, jetzt verstehe ich. Die wollten einfach ein bisschen kreativer sein und haben statt Against the Screen in the Sky Against the Camera in the Water das genannt. Das ist quasi so eine Art Running Gag. So, gegen den Blooper kommen wir natürlich nicht an. Okay. Wir gehen weiter. Wir schwimmen weiter, besser gesagt. Wir gehen nicht weiter, wir schwimmen weiter. Hier ist ein normaler Blooper. Keine große Sache. Oh. Sind wir schon wieder hier in der Lava-Welt? What is going on here? Und zwar liege ich auch wieder mein Power-Up. Ja, wir sind wieder in der Lava-Welt. Voll. Okay. Ach, ein Secret Exit. Okay, ah ja, wegen dem Schloss. Selbstverständlich. Okay. Ja, prima. Gefällt mir. Kann man die speichern? Ist es wieder eine Glitchy-Röhre? Es ist eine Glitchy-Röhre, ja. Sehr schön, das freut mich sehr. Da sage ich nichts gegen. Upsala. Also das ist wirklich eine reine Herbstwelt mit ein paar Gimmicks, ne? Zum Beispiel Lava, Wasser auf einmal. Okay, Wasser ist jetzt nicht unbedingt abwegig, aber Lava direkt. Okay, ist interessant, aber gut. Es ist halt so, wie es ist. So, wie es ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr schön. So, weg mit der Stinkmorchel. Die kann meinetwegen absaufen. Braucht kein Schwein. Aber bisher ist diese Welt ja relativ entspannt. So, das ist machbar bisher. Also, wir scheinen es quasi nach dem Finale so richtig zu genießen. Wie es mir scheint. Ach, verdammt. Ah. Ja, klar. Okay. So. Da-da. Hör auf, bitte mich zu verfolgen. Zu verfolgen. Lass mich in Ruhe. Hört auf, mich zu verfolgen. Das ist doch keine Lösung. Das ist doch richtig doof. Richtig doof. Das ist wunderschön. Dieser Track ist wunderschön. Sorry. Ist halt alles Copyright-Gründe, wisst ihr? War in der letzten Welt genauso. Da hat sich einer beschwert, der nicht mal die Rechte an dem Song besitzt. Ah, keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber da komme ich sowieso nicht drum herum. Aber glücklicherweise kann man ja bei YouTube Beschwerde einreichen. Und bisher hat das richtig gut funktioniert, muss ich sagen.
Da wurde immer bisher der Anspruch immer zurückgenommen. Also kann ich dann wieder beruhigt schlafen. Und selbst wenn es Probleme geben sollte, dann gibt's halt einen Re-Upload der Episode, wo ich halt irgendwie mit ein paar Tricks den Track rausnehme und nur meine Stimme da einbaue. Gibt's ja Wege und Mittel. Wege und Mittel, meine ich. Nicht Mitte. Eine gute Mitte braucht man auch in meinem Leben, aber legitime Wege und Mittel gibt's immer. So, das nächste ist About the Orange Trees. Let's go! Okay. Warte. Gut. Okay, das ist ein Level, wo man nach oben muss. Ist für mich kein Problem. Außer dieser... Au! Seht ihr? Dieser Nebel... Außer der Nebel, ne? Der Nebel ist so ein bisschen besorgniserregend. Aber kein Problem. Okay. Alles kein großes Thema. Alles easy. Easy für das. Ja, so easy nun auch wieder nicht, aber relativ easy. Ja, falsche Seite. Pustet auf die falsche Seite. Kam mir aber ganz gelegen. Ui. Okay. Ja, geht absolut klar. Ja. Null Problemo. Oh, aufpassen. Weil geht das auch so? Ja, so geht's. Ja, hätte ich vorher machen müssen. Ist doch egal. Mach doch nichts. So, rein mit uns. Und hier ist schon das Ziel. Easy peasy. Alles einfach. Oh yeah, Mario Time. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ist aber jetzt auch nicht die Welt. Also es ist eine relativ einfache Welt. Es ist nicht die Welt, ist aber auch eine relativ einfache Welt. Ist auch eine sehr nette Redewendung. Es ist ein Castle? The Bowser Theater. Okay. Darauf bin ich mal gespannt. Let's go! So, ich verkack's mal wieder. Oh. Lucky. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Es läuft gut, Leute. Es läuft gut. Die Bowser Theater. Okay. Here we go. Oh, Paper Mario 2 Musik wieder. Feier ich. Die Katakomben. I like that. Oh, ein Leben. Und zack. Verdammt. No, no way, please. That's what I needed. Sehr schön, okay. Gotcha. Okay, ich bin wieder auf Kurs. Ah nee, scheiße, den kann man ja gar nicht so killen. So, oh nein, ich schon wieder solche Stellen. Ich hasse solche Stellen. Okay. Fake Bowser. Okay. Hätte eigentlich schon diese Bonuswelt früher betreten müssen, dann hätte ich's besser gewusst. Aber das war das alles? War das wirklich alles, Leute? Das offensichtlich schon, oder? Es gibt nur diese eine Bonuswelt, ne? Das ist schade. Irgendwie sehr schnell.
Ich habe mir gehofft, irgendwie, dass die Bonuswelt ein bisschen schwieriger wird oder zumindest mehr Level hat. Aber die hat wirklich so standardmäßig diese 4 Level, das heißt, diese 3 regulären Level und das Castle, in dem Fall Bowser Theater. Von daher, ja. War entspannt. Also ich fand das Let's Play sehr entspannt, außer die letzte Welt. Die letzte Welt war einfach krass, ne? Also die letzte, jetzt nicht diese letzte Welt, nicht die Bonuswelt, sondern die 8. Welt, meine ich damit, also die letzte Folge. Und falls ihr an dieser Stelle neu seid, habt ihr wirklich einiges verpasst. Auf jeden Fall die Playlists anschauen. Part 1 bis Part 8, weil diesen Part habt ihr euch schon angeschaut, sonst würdet ihr ja nicht davon wissen. Auf jeden Fall Part 1 bis Part 8 nochmal anschauen, damit ihr das Ganze nachvollziehen könnt, weil das ist quasi schon das Ende vom Let's Play, ne? Also wie gesagt, wenn ihr neu seid, herzlich willkommen an dieser Stelle, ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch die Playlists anzuschauen, euch dieses Let's Play anzuschauen und auch andere Let's Plays anzuschauen, die schon mittlerweile online sind auf diesem Channel. Mittlerweile über 500 Uploads davon, was weiß ich. Viele Sachen überwiegend Let's Plays. Ich habe auch vorher andere Sachen gemacht, die waren halt, ja, sie haben mir nicht uninteressant, aber irgendwann habe ich die Lust daran verloren, deswegen mache ich hier jetzt auf diesem Channel seit 2019 Let's Plays. Und es macht mir Spaß. Es frustriert auch manchmal, wenn man so fiese Stellen hat bei bestimmten Leveln. Aber was soll's. Es gehört dazu. Es gehört dazu, Leute. Und in dieser Stelle würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen könntet, mit einem Daumen nach oben unterstützen könntet, weil die Parts werden zu wenig geliked. Ja, es gibt Leute, die sich die Parts anschauen und sie liken sie nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade, ja. Also, ein Like, ich sag mal so, 1,5 Sekunden dauert ein Like. Der Daumen nach oben. Das dauert 1,5 Sekunden. Kommt schon. Sofort könnt ihr nicht sein. Schließlich habt ihr euch den Part reingezogen. Da würdet ihr auch wohl 1,5 Sekunden Zeit haben, einen Like zu geben, oder? Kommt schon. Seid doch mal nicht so. Das war dieses Let's Play war eine Herzensangelegenheit für mich, ja. Egal, ich kann niemanden dazu zwingen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle freuen, wenn ich euch wieder begrüßen kann beim nächsten Let's Play von mir. Ja, es wird auf jeden Fall, was sollen wir sagen? Ein altes Let's Play wird auf jeden Fall weitergehen und ein neues Let's Play steht in den Startlöchern. Mit einem jungen Kerl in Grün. Es könnte Luigi sein, es könnte aber auch jemand anderes sein. Jemand mit einem Schwert. Seid gespannt, ne? Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, definitiv. Ich wünsche was Schönes, macht's euch gemütlich und in diesem Sinne, Ciao, Baui und ja, Maui, Kakaui und so weiter und so fort. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus. Auf Wiedersehen. Ciao. Da da da. Da da. Da 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 da. Auf Wiedersehen. Ciao.